Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Pokémon. Genau, Pokémon. Zu einer weiteren Folge von Minecraft Rainbow. Natürlich, ich habe jetzt sehr viel Pokémon aufgenommen, deswegen ist das gerade mehr drin als Minecraft. Aber die Zeiten sind jetzt auch erst einmal vorbei, denn ich habe das Pokémon-Projekt, was ich gerade am Vorproduzieren war, tatsächlich fertig bekommen. Und jetzt können wir uns vollkommen auf Minecraft Rainbow konzentrieren. Ja, ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal, ihr habt gesagt, die Arena ist von der Größe so vollkommen in Ordnung, dann würde ich sagen, ziehen wir das jetzt auch einfach durch, sammeln hier so ein bisschen Erde auf und, werden das Ganze hier erstmal zu einer ebenen Fläche irgendwie, und, wir haben wieder ein paar Themen, über die wir sprechen können und jetzt habe ich ja gerade, wo ich, hier euch gefragt habe, wie es so aussieht, ob die Arena groß genug ist oder ob wir sie kleiner oder noch größer machen sollten, war eigentlich, wurde halt immer gesagt, ja, die ist in Ordnung so. Und da ihr das abgesegnet habt, können wir jetzt auch mal ein paar mehr Folgen am Stück aufnehmen. Zumindest erst einmal so zwei, drei, denke ich mal. Wo wir jetzt einfach hier so ein bisschen an der Arena bauen und labern werden. Und dann kommen wir vielleicht ein bisschen vorwärts. Wir werden sehen. Ihr habt auch geschrieben, dass ich habe ja gerade so ein paar dezente Nahrungsprobleme, dass ich einfach zu einem Dorf gehen könnte und mir von da die Nahrung klauen könnte. Klar, wär eine Option auf jeden Fall. Aber, erstmal wieder dahin laufen und dann die paar Karotten da, die noch nicht mal fertig sind wahrscheinlich, rauszureißen. Ich weiß nicht, ob sich das auslohnt. Keine Ahnung. I don't know. Wir werden es sehen. Gut. Das war's dann auch schon mit der Erde, die wir hier zur Verfügung haben. Aber wir müssen ja hier noch ein bisschen abgraben, ne? Wir können ja mal einfach, guck mal, ich hab hier, so, so ungefähr. Wollen wir ja das Ganze hier ziehen? Ich weiß gar nicht, wie weit müssen wir denn hier buddeln? Gar nicht so weit wahrscheinlich, oder? Sieht man das Ende hier schon irgendwo? Warte mal, ich gehe mal hier lang. Ah, so weit schon gar nicht mehr. Nur bis hier. Bapp, bis hier, okay. Dann können wir ja hier anfangen zu buddeln und nebenbei ein bisschen über dies und jenes talken, während ganz ruhige Musik im Hintergrund läuft. Ja, und das ist auch ein Ding, was einigen nicht ganz so gut gefällt. Was ich auf jeden Fall verstehen kann. Wenn man bei mir eingestiegen ist, als man, wo ich Bad Wars halt schon viel gebracht habe, dann war es ja oftmals so gewesen, dass ich da ziemlich rumgeraged habe oder auf jeden Fall das Ganze natürlich viel, viel actionreicher war und demzufolge auch viel enthusiastischer kommentiert war, als jetzt hier so ein Singleplayer, der ja verhältnismäßig vielleicht langweilig ist. Aber ich denke, das ist natürlich ganz normal, wenn man anderes gewohnt ist, dann wirkt das jetzt erstmal ein bisschen lame vielleicht zum Teil. Aber, ich möchte auch gar nicht jetzt hier so aufbrausend kommentieren und oh mein Gott, wir haben jetzt schon den nächsten Block abgebaut. Es ist hervorragend, wie das hier zustande kommt. Klingt zwar eher nach irgendeinem komischen, übersteuerten Fußballkommentator, aber das Ding ist, das ist ja schon eher ein ruhigeres Projekt, außer es passieren halt mal spannende Situationen. Wir werden noch in den Nether gehen, wir werden sicherlich ins Ende gehen irgendwann, wir werden sicherlich gegen den Wither kämpfen. Oder die ganzen Mob-Events halt, die sind halt dann schon Action und das möchte ich halt hier noch reinbringen. Und vielleicht kann man auch andere actionreiche Sachen noch mit in dieses Projekt integrieren. Wäre zumindest ganz geil, aber hauptsächlich wird es ein ruhiges Projekt sein. Und demzufolge finde ich es auch deutlich sinnvoller, dann einen ruhigen Kommentarstil an den Tag zu legen. Dass das jetzt nicht jedem gefällt, das ist klar, natürlich. Einige haben sich aber auch nicht für Bad Wars interessiert, weil das vielleicht zu actionreich war oder einfach nicht ihr Ding war. Genauso wird das jetzt hier nicht alle interessieren. Das ist sehr gut. Habe ich den Block wenigstens richtig gesetzt? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wird das eine halt den anderen interessieren und das andere eben nicht, ne? Das ist, denke ich mal, ganz normal. Und das Projekt ist ja auch nicht als Bad Wars Ersatz gedacht oder so. Es gibt ja weiterhin beide Projekte, weil mir schon klar ist, dass die Projekte sich nicht gegenseitig ablösen können, weil das eine, außer dass es Minecraft ist, nichts miteinander zu tun hat. Das eine ist vollkommen spannend die ganze Zeit und das andere ist eher ruhig und entspannt. Ich denke mal, dass das hier zumindest, also das Minecraft Rainbow vom Kommentarstil so ein Mittelding zwischen Pokémon und Bad Wars halt sein könnte. Weil man zum einen natürlich hier Minecraft hat und demzufolge kommentiert man natürlich auch so ein bisschen mehr im Minecraft-Stil. Und zum anderen, es ist aber auch ruhig, so wie Pokémon eigentlich meistens ruhig ist. Das heißt, diejenigen, die Pokémon mögen und diejenigen, die Bad Wars mögen, die könnten in der Theorie auch dieses Projekt mögen. Aber keine Ahnung, das ist halt alles nur Theory. Ja,
Und sich wurde eben dann auch gewünscht, dass das vielleicht zusammen mit Blocky gespielt werden könnte, damit dann eben, ja, wir haben jetzt echt, na doch, wir haben noch ein bisschen Steak. Damit das eben zu so einem kranken Kommentarstil ausartet, wie es nun mal ausartet manchmal, wenn wir beide zusammen spielen. Ja, will ich aber wie gesagt nicht machen. Also nichts gegen Blocky, nichts gegen irgendwen anderes, mit dem ich aufnehmen könnte, aber ich mag auch gerne mal wieder ein Projekt alleine haben. Wir haben jetzt hier keine Erde mehr, die wir abbauen können, ne? Das ist ein bisschen schade. Dann lassen wir hier hinten einfach so ein bisschen Terraforming betreiben, um ein bisschen an Erde zu kommen, damit wir hier die ganzen Löcher stopfen können. Es ist halt auch schön, wenn man ein Projekt hat, das man alleine aufnehmen kann, weil nicht immer haben die Leute Zeit, nicht immer hat man selbst die Zeit. Manchmal ist es halt auch so, ja gut, ich habe für heute noch kein Video, würde jetzt gerne schnell was aufnehmen, aber dann hat Blocky keine Zeit, René ist nicht da und andere sind vielleicht auch gerade nicht unbedingt erreichbar. Dann ist es immer geil, so ein Projekt alleine zu haben. Außerdem ist das Projekt halt auch ganz geil, zumindest jetzt gerade hier beim Terraform kann ich halt labern, ohne großartig abgelenkt zu werden. Und das ist ganz geil, dass man auch ein bisschen mit euch erzählen kann. Und das funktioniert halt besser als im Pokémon, wo man auch immer mal wieder ein paar Dialoge vorlesen muss oder sowas. Also ich persönlich finde den Singleplayer halt schon ziemlich geil. Also Minecraft ist halt auch im Singleplayer sehr vielseitig, auch wenn es keine Minigames gibt. Und wer weiß, ob wir uns nicht hier eigene Minigames erschaffen irgendwann. Kann ich vielleicht auch mal kurz drüber quatschen. Ich und Blocky hatten kurzzeitig mal den Gedanken, einen eigenen Server auf die Beine zu stellen mit Minigames. Haben uns so ein bisschen in das Plugin-Programmieren eingearbeitet, aber irgendwie sind wir dann doch wieder von abgekommen. War so gut wie klar, weil das schon eine Menge Arbeit ist, sich da in ein Thema einzufuchsen, mit dem man sich vielleicht noch bisher gar nicht so gut auskennt. Gut, Programmieren in Java hatte ich mal irgendwann im Studium, aber das ist jetzt auch schon wieder zweieinhalb Jahre her. Und wenn man es dann halt überhaupt nicht weiter nutzt, dann vergisst man halt doch wieder alles komplett. Und dann habe ich das auch noch unter einem anderen Betriebssystem gemacht, was dann auch nochmal ein bisschen anders ist. Und ja, demzufolge war das nicht ganz so leicht. Und dann haben wir auch relativ schnell wieder damit aufgehört. Aber zumindest habe ich mich durch den Flohzirkus-Server, das war ja auch noch ein Thema, worüber wir unbedingt mal sprechen wollten. Wie es damit, warum es aufgehört hat und wie es damit weitergehen wird, ob das nochmal zurückkommen wird. Das wird alles noch Thema in den kommenden Folgen sein. Vielleicht nicht heute, aber bestimmt in der morgigen Folge oder so. Ja, auf jeden Fall habe ich eben durch den Flohzirkus-Server auch so ein bisschen gelernt, mit den Plugins, die schon erstellt wurden, zu hantieren und da ein bisschen was zu ändern dran. Und demzufolge kann ich mir schon einigermaßen vorstellen, dass wir eben, ja, vielleicht das ein oder andere Plugin hier mit einbinden und vielleicht sogar mehr oder weniger ein Minispiel auf die Reihe kriegen, was man hier so hin und wieder mal machen kann. Keine Ahnung, wir werden sehen, wie das Ganze so läuft. Wie gesagt, wohin sich das Projekt entwickelt, das wisst weder ihr, noch weiß ich das. Und außer ihr habt hellseherische Fähigkeiten, dann sieht das Ganze natürlich ein Ticken anders aus. So, das müsste jetzt schon einigermaßen passen, oder? Nice, gut, dann können wir das hier zupflastern. Ich mag ja die Gräser in Minecraft immer nicht. Die nerven immer beim Bauen. Das ist dann immer nicht so schön. Ja, genau, das war eigentlich das, was ich dazu loswerden wollte, glaube ich. Ich habe auch, und generell wird der Kommentarstil noch nicht so spitze sein, weil ich halt irgendwie in Minecraft kommentieren, außerhalb von Bed Wars, absolut nicht mehr gewöhnt bin. Gerade wenn es so irgendwie ein bisschen umfangreicher wird, wenn ich etwas komplizierteres baue als jetzt hier gerade, dann ist es doch immer nicht so leicht, muss ich zugeben, den Faden zu behalten. Ihr habt ja irgendwann schon mal den Mann aus der Zukunft wieder gesehen, der da nochmal einen kleinen Einwurf gemacht hatte, wo ich wieder komplett vom Thema abgekommen bin. Das ist halt aktuell, muss ich sagen, eine krasse Schwäche von mir, was Kommentieren angeht, dass ich immer mal wieder vom Thema abschweife. Aber ich hoffe einfach, dass ich das lerne. Also abschweifen ist ja an sich ganz geil, weil man dann eben von einem Thema aufs andere kommt, aber dass ich die Themen nicht beende. Und genau das muss ich halt dann eben auch noch lernen wieder. Und ich denke, das Let's-Player-Business ist halt so ein ewiger Lernprozess. Du lernst Sachen, du vergisst Sachen, die Sachen, die du vergessen hast, brauchst du irgendwann vielleicht wieder und lernst sie erneut. Und Sachen, die man halt richtig, richtig lange anwendet, die bleiben dann halt auch für immer im Kopf. Aber man rostet dann doch immer mal wieder so ein bisschen ein. Ist genauso wie mit dem Fahrradfahren, verlernt man nicht, aber wenn man dann doch das erste Mal wieder raufsteigt, dann ist es doch irgendwie ein bisschen merkwürdig, ungewohnt, vielleicht auch anstrengend zum Teil, zumindest ist es bei meinem Fahrrad so. Das ist aber auch irgendwie ein bisschen buggy, denn
keine Ahnung, das fährt sich unglaublich anstrengend und deswegen bin ich momentan auch zu faul, damit zu fahren. Und gehe meistens zu Fuß zur Uni. Was wiederum ein bisschen demotivierend ist, weil ich dann relativ lange zur Uni brauche. Naja. Da ja, da ja. Aber das wird schon alles wieder. Ich finde ja die Musik hier relativ entspannt gerade. Also ich finde das sehr gemütlich hier zu bauen und mit euch zu quatschen. Und ich finde das schön. Ich mag das Projekt jetzt schon sehr, sehr gerne. Genau. Kommen wir vielleicht mal wieder zu euren Kommentaren. Also wir haben ja eben gerade schon drüber gesprochen. Aber jetzt nicht. Jetzt glaube ich nur einen Kommentar behandelt, der aus einer älteren Folge glaube ich auch stammt. Wir brauchen auf jeden Fall ein paar mehr. Können wir das nicht stacken? Nee, okay, dann lass mal komplett umwandeln und vielleicht komplett Sticks draus machen. Und dann, wir haben jetzt überhaupt keine Pflastersteine. Ach, die sind hier drinne, ja? Okay, gut. Dann lass uns mal noch ein paar mehr Schaufeln machen, die wir hier gerade brauchen. Bap, 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 7 vielleicht, ja, sollte passen, denke ich mal. Gut, und dann buddeln wir weiterhin irgendwo ab. Da hinten wäre ein Dorf. Lass uns vielleicht mal da ganz kurz hingehen und ein bisschen Fleisch, beziehungsweise Fleisch werden die wahrscheinlich nicht so haben, aber die werden ja irgendwas haben. Das denke ich mal schon. Es kamen weitere Ideen, Bauideen, die wir so machen könnten. Und guck mal, das scheint hier fertig zu sein, oder? Ja. Das auch? Nee, das noch nicht. Nur das, was so ein bisschen weißlich erscheint. Na gut, ist schwer zu unterscheiden nach wie vor. Ich müsste mich mal vielleicht ins Texture Pack reinsetzen und hier die Spitzen. Ich hatte irgendwo mal ein Texture Pack, wo die Spitzen vom Weizen, das ist nämlich all das, was ich in all den Jahren Minecraft nicht gelernt habe, Weizen zu unterscheiden, wenn es fertig ist. Da gab es ein Texture Pack, wo die Spitzen so schwarz gefärbt waren, wenn es fertig war. Das finde ich eigentlich ganz nice. Das könnte ich mal machen. Im Nachhinein nochmal editieren, das Ganze. So, hier haben wir auch noch ein paar Hühnchen, die wir mitnehmen könnten. Gut, gut. Ich weiß halt nicht, ob wir in dem Dorf tatsächlich schon mal waren. Wir sollten eigentlich überall, in jedem Dorf, in dem wir waren, irgendwo so eine kleine Markierung hinsetzen. Hier warst du schon mal, mein Freund. Hier warst du schon mal. So, das könnte dann auch noch fertig sein. Ja. Wie viel Weizen haben wir jetzt? 43. Das sollte auf jeden Fall für einige Brötchen reichen. Ich hoffe, es ist nicht schlimm, dass ich das hier für euch abernte. Ihr habt ja sowieso den ganzen lieben langen Tag nichts zu tun, oder? Und hier sind Karotten drin, nehme ich an. Die könnten wir uns ja eigentlich auch klauen. Zumindest die fertigen mal wieder. Bap, bap. Da, wo die rausgucken, die sind wahrscheinlich fertig. Sieht zumindest so aus. Hier ist noch einmal. Alles klar. Und das sind Kartoffeln? Nee, das scheint auch nur Dings zu sein. Gut, wo müssen wir lang? Ich glaube hier. Genau, da hinten sind unsere Öfen. Alles gut. Alles easy, my friends. Es wurden weitere Vorschläge gemacht für irgendwelche Baustätten, die wir so angehen könnten. Und zwar wurde sich gewünscht, dass man vielleicht ein bisschen was mit Redstone machen könnte. Kam von Blondie. Ich glaube, Blondie kennt mein altes Minecraft-Let's Play nicht, wo ich mal was mit Redstone gemacht habe. Das war eine absolute Katastrophe. Wenn ich das so sagen kann. Moon, also. Weizenkörner haben wir echt viele jetzt gerade. Das ist richtig nice. Da haben wir auf jeden Fall ein bisschen was für eine Weizenfarm, die wir eventuell machen könnten. Das war schon ganz geil. Lass uns mal wieder da hinten gehen, wo wir das hinbauen können. Also mit Redstone war sehr kompliziert für mich. Irgendwie komme ich auf die Logik teilweise nicht ganz klar. Also das Grundprinzip verstehe ich, aber manchmal passieren da Dinge, die ich einfach nicht nachvollziehen kann. Und dann ist es natürlich immer nicht ganz so geil, wenn man da innerhalb einer Folge nicht drauf kommt. Aber das wäre vielleicht was für Livestreams oder sowas. Muss man immer mal abwiegen, ob das tatsächlich für eine Folge ganz geil wäre oder eher nicht so. Und gerade so längere Projekte kann man, denke ich, ganz gut im Livestream dann behandeln. Besonders, wenn sie sich im Let's Play jetzt irgendwie 20, 30 Folgen lang ziehen würden oder sowas. Muss man mal gucken, wie wir das Ganze so handhaben. Wie gesagt, weder ich noch ihr wisst so genau, wo das Ganze hier hinlaufen wird. Aber im Moment habe ich nicht gerade das Bedürfnis, das demnächst abzubrechen. Auch wenn es im Moment eine kleine Haterwelle gegen das Projekt gibt, beziehungsweise generell gibt es eigentlich aktuell unter jedem Video ein paar Dislikes, aber unter dem Projekt ist es ganz besonders schlimm. Ich weiß nicht ganz genau, woran das liegt. Es kann daran liegen, dass ich halt am Anfang erwähnt habe, dass Likes für dieses Projekt relevant sind. Aber gut, wer damit ein Problem hat, der soll halt disliken. Das ist nicht mein Problem. Denn ich glaube, zumindest war es vor einigen Jahren noch so, dass Dislikes im Rating für ein Video genauso gut sind wie ein Like. Also, dass die Videos dann halt bewertet werden und die Interaktion mit einem Video ist halt wichtig. Ob das jetzt gute, also positive oder negative Interaktion ist, das ist vollkommen irrelevant.
Es sieht natürlich ein bisschen doof aus. Das ist das Einzige. Also ich kann so im Groben und Ganzen sagen, dass es mir relativ egal ist, was da mit den Dislikes ist. Das Einzige, was mich wirklich so ein bisschen daran stört, ist halt, dass wenn neue Leute drauf stoßen und sehen, wow, das hat so viele Dislikes, das muss scheiße sein. Finde ich natürlich nicht ganz so geil, aber ja, ich denke, die Phase wird auch wieder vorbeigehen und Dislikes, wenn einem das Projekt wirklich nicht gefallen sollte, dann bringen Dislikes zum Teil nur etwas. Dann sehe ich, okay, es gefällt einigen Leuten nicht, aber es bringt mir halt in dem Sinne nichts, dass ich nicht weiß, was den Leuten nicht gefällt. Das heißt, wenn diese Dislikes eurer Meinung nach berechtigt sind, dann schreibt doch gerne in die Kommentare, wie es zum Beispiel auch Luke gemacht hat. Der hat ja gesagt, dass ihm der Kommentarstil ein bisschen zu lahm ist, nicht so actionreich, nicht so abgedreht. Dann schreibt doch einfach eure Kritik in die Kommentare und dann kann ich wenigstens versuchen, etwas daran zu verbessern. Weil nur Dislikes bringen mir nicht viel. Und das wirkt dann auf jeden Fall nach Gehate, wenn da auch keine konstruktive Kritik mitkommt. Dislikes sind absolut was, was Legales, was man machen kann. Ich find's nicht schlimm, wenn man ein Video disliked. Ich find's nur schade, wenn dann keine Meinung dazu kommt, so dass man sich als Produzent da so ein bisschen seine Gedanken drüber machen kann. Ah, okay, gut, das gefällt den Leuten nicht. Wie kann man das besser lösen, eventuell? Ja. Das ist so eigentlich mein Ding. Ich habe auch überlegt, wenn das wirklich Hate sein sollte, dann, ich habe schon gesehen, was ich sehr, sehr super von euch fand, dass mich einige da in Schutz genommen haben oder sich gefragt haben, Mann, wo kommen die Dislikes her? Die Videos sind doch eigentlich super toll. Das hat mich riesig gefreut, dass ihr mich da unterstützt habt. Finde ich super toll. Aber, ja, geht dann einfach nicht drauf an. Ein, schenkt ihnen keine Beachtung, den lieben, netten Hatern. Und, ja. Aber ich dachte mir, wenn das euch stört so ein bisschen, und wie gesagt, mich stört es ja auch so ein kleines bisschen, das kann jetzt kein YouTuber auf der Welt behaupten, dass er ihn Dislikes überhaupt nicht kümmern, außer Julians Blog vielleicht. Aber die meisten stört es dann doch irgendwo schon aus den unterschiedlichsten Gründen. Manche werden halt vielleicht totgehatet wegen ihrer Person oder sowas. Da kann man dann auf jeden Fall verstehen, dass man dann durch Dislikes traurig ist. Bei mir ist es jetzt tatsächlich nicht der Fall. Dass ich mega niedergeschlagen bin oder so. Wie gesagt, ich finde es halt nur ein bisschen doof, dass die Statistik ein wenig darunter leidet. Aber ansonsten soll es mich nicht weiter stören. Auf jeden Fall dachte ich mir, dass wenn es euch stört und es mich zum Teil stört, dass wir dann vielleicht die Dislikes sogar nutzen können, um eventuell einen kleinen Vorteil für das Projekt rauszuschlagen. Und zwar dachte ich mir, dass wir ab der 11. Folge, also nach dem ersten Mob-Event, auch die Dislikes mit ins Rating reinziehen. Das heißt, man ist dann nicht mehr wirklich gezwungen, das Video positiv zu bewerten, wie es aktuell ja jetzt mehr oder weniger wir haben unser Bett irgendwo stehen da hinten. Wie es aktuell jetzt oder jetzt der Fall ist. Das heißt, man muss ja liken, damit mehr Mobs kommen. Man wird da also schon in so eine Richtung gedrängt, sage ich mal. Dass wir das einfach, wir können jetzt nicht immer zwischendurch schon die Regeln ändern, sondern dass wir das dann später nach dem ersten Mob-Event fürs zweite Mob-Event so ändern, dass eben auch Dislikes selbe Relevanz haben. Das heißt, dass wir Likes und Dislikes zusammenzählen und beides zählt. Es kann ja sein, dass einem das Video nicht gefällt, dann aber er trotzdem möchte, dass man gegen viele Mobs am Ende kämpft. Dann ist es ja doof, wenn er das Video liked. Und deswegen machen wir das dann ab Folge 11 so, dass auch Dislikes ganz normal mit reinzählen. Gut, dann würde ich sagen, war es das für diese Folge. Ich denke, wir werden beim nächsten Mal auf jeden Fall schon mit der Mauer um das um die Arena anfangen. Allerdings werden wir dafür auch bei weitem nicht genug Stein haben, denke ich mal. Und werden sicherlich noch ein bisschen minen gehen. Wir werden auch Redstone brauchen, um hier so eine kleine Konstruktion zu machen, die uns die Monster erschafft. Und generell haben wir noch sehr, sehr viel zu tun. Vielen Dank fürs Zusehen auf jeden Fall schon mal an dieser Stelle. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss.